So, was geht denn ab bei euch? Ich grüße euch erstmal. Ich wollte einfach nur sagen, Stream heute 18 Uhr. Wenn ihr Bock habt, guckt vorbei, würde mich freuen. Und gestern habe ich mal gesündigt. Und zwar habe ich ja jetzt irgendwie schon bestimmt bald ein Jahr oder so. Ich habe keine Ahnung, ungefähr so. Mich ja jetzt nur noch gesund ernährt und pipapo. Und ich wollte einfach mal sündigen. Und ich habe in der Post so ein Bestell dir deinen Scheiß Pizza gelöst und sowas gefunden. Und Klör schwärmt ja immer so von seiner scheiß Lasagne und ich mag eigentlich auch Lasagne. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich mir jetzt mal eine Lasagne. Habe ich auch getan. Und dann kam dieser Fuzzi an, der Lieferant, so stolpert so die Treppen runter, hat die angerufen, so, ich finde es nicht und so. Der hat die Treppe nicht gesehen, ne, dass die Straße noch weitergeht, die Treppe runter. Ich so, ja, Macker, ey, komm mal die Treppe runter, ne. Kommt er so angewatscht, Ich sag so, mit einem Zehner in der Hand, ne. Ja, wie viel kostet das denn jetzt oder so? Da waren noch ein paar Chicken Nuggets, sonst wäre das nicht umsonst Lieferung und bla. Für 3 Euro oder sowas. Und dann war das 9,98, ne? Ich hab das gar nicht so richtig geschaltet, ey. Er so, yo, ne, nicht 10 Euro, aber kostet 9,98, ne? Er so, hier, das ist für Sie, Chicken Wings und so, ne? Boah, Chicken Wings, Alter. Lasagne und diesen Kram. Und ich so von wegen, als würde ich ihm gerade richtig dickes Trinkgeld geben, ne? Alter, ich gebe ihm dann bei 9,98, drücke ich ihm diesen Zehner in der Hand und sage, jo, das ist für dich. Alter, ey, der hat, ey, im Nachhinein habe ich das erst geschaltet, ne? Der hat so richtig beschissen geguckt, so richtig von wegen, so ein Grinsen von wegen, lutsch mir meine Eier, Junge, ne? Das sind 2 Cent, Alter, was soll ich denn damit werden, ey? So richtig gut. Und heute habe ich eigentlich, boah, die Sonne, Alter. Heute habe ich eigentlich so im Großen und Ganzen nicht viel getan, außer schlafen. Gestern war ich irgendwie sau kaputt von Rumlaufen und so, war auch am Strand und pipapo. Und da drinnen schlafe ich ja, in dem Raum momentan, ne? Und da scheint so ein bisschen die Sonne rein, wenn die Sonne schon mal da ist. Und dann, ich bin auch so zwischendurch immer aufgewacht. Ich dachte mir, was ist das so heiß, Alter? Was so heiß hier? Ne? Stehe ich auf, hab erstmal nichts gegessen, süppel mir ein bisschen was zusammen, mein Wasser und so. Und mach erstmal Sport, ne? Ich habe jetzt 1 Stunde und 44 Minuten Sport gemacht, habe ich gar nicht gecheckt, Alter. Die ganze Zeit so in der knallen Sonne, guckt euch das an, ne? Aber ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwas läuft hier schief. Irgendwas ist heute nicht ganz richtig. Geh auf wetter.de und da steht einfach 35 Grad, Alter. 35. Alter, und ich wundere mich, warum ich hier so auslaufe wie so ein Ochse die ganze Zeit, Alter. Puh, das war so, also Mann, heute ist echt einer der heißesten Tage, die ich bis jetzt erlebt habe hier, Mann. Und ich wollte heute vielleicht mal so irgendwie sowas Buddy-Update-mäßiges oder sowas reinmachen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Ich werde euch wieder hier hinstellen da. Und dann habe ich mir gedacht, ziehe ich mal mein T-Shirt aus, ne? Scheiße, ey. Um einfach mal, es wurde halt darum auch gebeten, von wegen, wie sieht's denn jetzt aus und so. Ich habe halt vor einem halben Jahr oder ein bisschen irgendwas angefangen, mich gesünder zu ernähren und wieder mit dem Sport regelmäßig anzufangen und sowas. Und da sind jetzt die letzten Tage, Wochen die Sportvideos ausgefallen. Weiß nicht, weil ich dafür einfach keinen hatte, der das aufnimmt. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier ab. So, ich muss mal diese Kamera drehen. Diese Kamera drehen, dann stelle ich euch jetzt mal hier ab. Und ich muss mal gucken, wie das jetzt so ist. Ich habe hier jetzt so einen Hocker und so ein Holzding. Und darauf stelle ich euch ab und keine Ahnung, Mann. Ich hoffe, das läuft mal irgendwie. So, ich weiß nicht, könnt ihr mich sehen? Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Die Sonne steht eigentlich ganz gut und wie gesagt, eben gerade Training war halt Schulter und Bizeps. Ja, ne, nur so halt. Ja, weil das halt dran war, ne. Und es ging ja auch viel um den Bauch, um gewichtsmäßig, also ich habe da ja auch ziemlich viel Gewicht verloren und sowas. Alter Schwede. Das Shirt gehört übrigens meinem Vater. Ich habe das angezogen, um einfach mal ein bisschen zu ärgern. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da ja einen Vergleich ziehen zu den Videos am Anfang, wie das jetzt momentan aussieht. Keine Ahnung, ne? In der Sonne immer schön Sport. Bauch gefällt mir eigentlich momentan schon sehr gut. Da muss natürlich noch ein bisschen mehr ran, so, was Fleisch angeht, nicht Fett, aber Fleisch. Aber an sich so, dass das halt schon so weg ist. Und ich ziehe jetzt gerade nicht ein, ich spanne so an, also versuche hier irgendwie, warte mal, Luft holen, so. Es ist so verkackt heiß hier, Alter. Ich werfe mal das T-Shirt hier hin, ey. Jo. Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht abklappe. Ich merke das schon, Alter. Die Sonne beim Anspannen, wenn du dir den Bauch entspannst, als würdest du gleich scheißen gehen, dann klappst du einfach ab. Der Trizeps halt
Ist eigentlich, ja, ist halt jetzt momentan kein Bluthirn, Leute. Ne? Kein Bluthirn. Das Blut, wenn man trainiert hat, ihr wisst ja, das geht bei mir direkt in den Schwanz, ist ja klar. Ne? Da ist es drin, da ist es drin. Nein, ihr wisst ja schon. Und ich drehe mich vielleicht nochmal um. Ich weiß nicht, wie das von da aussieht. Ich habe keinen Spiegel. Ja, ich habe einfach keinen Spiegel, Mann. Ich habe einen Spiegel. Den kann ich euch zeigen. Das ist der einzige Spiegel hier. Boah, shit, jetzt bin ich blind, Alter. Das ist der einzige Spiegel hier im Haus. So sieht er aus. Klein und geformt wie, weiß der Geier was, haben wir so aus dem Bad mitgehen lassen von den Schwulen. Die waren halt noch da. Das war auch deren einziger Spiegel. Und ja, ansonsten würde ich sagen, mache ich eigentlich mit dem Video jetzt erstmal hier Schluss. Ja, keine Ahnung. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Wollte mich halt so ein bisschen präsentieren, ne, wie so ein Bubi. Und euch sagen, dass das auf jeden Fall was gebracht hat. Jetzt so die letzten Monate auf jeden Fall. Ich hoffe, bei euch läuft es auch gut, wenn ihr irgendwie was macht, ne, was tut, was reißen wollt, irgendwie sowas in der Art. Ja, ich weiß mein Gewicht leider nicht, weil ich keine verdammte Waage habe. Ich kann mich nur auf den Spiegel verlassen. Also wenn ich, wenn ich mich im Spiegel halt gut fühle, dann sollte das eigentlich schon, ja, reichen. Aber das Ding ist halt wirklich, dass zum Beispiel hier ist halt noch so ein bisschen so, ist halt noch ein bisschen was dran, so, ne? Aber das könnte auch sein, ihr seht ja auch hier so die Risse und so, dass das vielleicht auch schon weniger Fett als mehr schon so schwabbelnde Haut ist. Was ich eigentlich nicht hoffe. Ich hoffe, dass es Fett ist, weil Fett kriegt man weg, schwabbelnde Haut bleibt zumindest eine ganze Weile. Gut, ich nehme jetzt erstmal wieder diesen Apparat hier, drehe das wieder so und verkrümel mich erstmal wieder in die Butze rein, weil es mir hier, ey, Mann, Alter. Es brennt mir so krass auf den Nacken und auf überall. Gut, Leute, ich hoffe, das Video, ja, keine Ahnung. Ne? Wir sehen uns um 18 Uhr. Ne? Ich hab Bock drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Haut da rein und bis später dann. Ne? Junge, ist das heiß, Alter. Erstmal gleich Wasser sippeln, Alter. Hier wieder aus der dicken Bottle habe ich mir gestern erstmal zwei geholt. Oh ja. So, bis gleich.